Boah, der knallt aber ganz schön. Aber hallo. Hast du früher viel gekifft? Nicht viel, aber bevor ich Basti kennengelernt habe, schon regelmäßig. Ah, und ich dachte, den hält man nur mit Drogen aus. Sag mal, Anne, eins musst du mir mal erklären. Du und Pastewka, ihr passt doch null zusammen. Also null ist jetzt eine harte Zahl. Nee, mal ehrlich. Selbst in dem versifften Drecksloch hier würdest du doch auf Anhieb fünf bessere Typen finden als den dicken Nörgel-Heini. Yep. Er hat auch seine guten Seiten. Ja, welche denn? Ach, kommt. Wer mir den Antrag gemacht hat, ist schon sehr süß. Ja. Ja. Gut, das hat er dann wieder aus irgendeiner Serie abgeguckt, ne? Und wenn schon, muss man sich trotzdem erst mal trauen. Ja. Ist er einmal über seinen Schatten gesprungen. Aber hat er sich jemals für irgendwas anderes interessiert als seinen scheiß Fernsehkram? Bastian, weißt du, wie viele Festplattenrekorder du jetzt hast? Sieben. Du bist fernsehsüchtig. Ach! Nein, Bastian, wirklich. Ich bin Genussgucker, das ist nun mal mein Hobby. Du bringst mich hier in eine ganz unangenehme Situation. Du hast vorhin drei erwachsene Menschen dreist angelogen, nur um nicht zugeben zu müssen, dass Fernsehgucken für dich Vorrang vor allem anderen hat. Anne, das stimmt so nicht. Und nur weil ich nicht mit der Frie und dem blöden Paco in der Eifel Zelte vollfurzen will, bin ich noch lange kein Junkie. Hast du heute Abend schon was vor? Ja, auf Kabel 1 kommt. Nee, ich hab Zeit. Nochmal unterhalten? Ich fasse es nicht. Anne, ich habe mich aus Versehen auf die Fernbedienung gesetzt. Ach, hör doch auf! Du bist doch nicht mehr normal. Ich bin es wirklich leid. Wahnsinn. Ist immer auch sein Beruf. Oh, geil, hört mal. Tanzen? Oh, gerne. Oh, krass, guck mal. Hier liegt ein Glückspfennig. Dann wissen wir aber, wann hier das letzte Mal geputzt wurde. Anne, ich glaube, du kannst den von uns allen am besten gebrauchen. Das stimmt.